Und ich will heute Feuer frei sehen. Ja! Ich fieber an dem Tag schon seit 8 Jahren jetzt entgegen. Heute fällt einiges an Last ab und wir genießen heute den Tag. Es sind natürlich die ein oder anderen Zweifel da, aber wie gesagt, wenn man die nicht zeigt und sein Ding durchzieht, dann klappt es auch. Es ist das erste Mal, glaube ich, in der Saison, dass ich relativ entspannt zum Spiel fahren kann. Also war schon ganz gut, dass wir letzte Woche das klar gemacht haben. Ich glaube, wir haben viel dafür investiert und gearbeitet und dann das so sacken lassen zu sehen, war einfach schön. Das will auch jeder spielen. Heute, ne? Also ist noch ein bisschen was verändert, ne? Die Liege ist ja noch. Der Baldi sitzt auf dem Fahrrad und sagt, ich muss auf die Bank. Du kannst nicht. Ja, aber dabei sein, ich will dabei sein. Das ist schön. Das ist doch toll. Ist so schön, ja, toll ist das. Also ich finde, auch im letzten Jahr von der Dominanz war es sogar noch besser. Ja, das war noch mehr das Spiel, was ich so sehen wollte. Ja, und so haben wir ein bisschen abgegeben, sind wir erfolgreicher. Ein bisschen mehr Mentalität drin. Ja, ich glaube auch, dass natürlich mit jedem Sieg das nochmal mehr gewachsen ist. Und wichtig, glaube ich, war auch, dass nach der Winterpause sofort die anderen Punkte gelassen haben. Ja, genau. Du warst so nach 2 Spieltagen oder 3 Spieltagen warst du schon wieder dran, ne? Es ist ein schönes Gefühl. Also ich habe im Verein hier sehr, sehr vieles erlebt. Ich bin auch mit der zweiten Mannschaft heute, mit der U21, ich glaube 7 Aufstiege verlebt, bis in die Oberliga. Also habe sportlich viel mitgemacht und es ist natürlich jetzt ein tolles Gefühl, auch in der Rolle im Ehrenamt als Präsident den Verein nochmal zurückzuführen in die dritte Liga. Wir haben uns auch damals bei dem Slogan sehr viele Gedanken gemacht. Das war auch nichts, was so über Nacht geboren worden ist. Da stehen extremst viele Werte hinter dem Begriff die Elf. Da steht also nicht nur die Zahl die Elf, sondern da steckt ein ganz konkretes Leitbild hinten dran. Und wir leben das Leitbild von den Profis über die Frauen oder Nachwuchsleistungszentrum bis hin in unsere Gremien zu 100%. Sehnsucht ja schon in meinem ersten Gespräch wahrgenommen, als ich mir noch vorgestellt hatte als Trainer. Da war klar, dass der Verein einfach lechzt danach, dass endlich der Aufstieg kommt. Und deshalb ist es eine Riesenerleichterung für den Verein, für uns persönlich und für die Mannschaft auch, die auch eine Menge investiert. Also einige sind schon ein paar Jahre dabei und begleiten uns.
Bayern, wir haben eine Meisterfeier. Wie oft werden wir eine Meisterfeier haben? Nicht ganz oft. Ja, genießt jeden Augenblick, wenn ihr gleich rauskommt und es sind ein paar Leute im Stadion. Genießt es einfach. Wir haben einen tollen Platz, wir haben ein tolles Wetter. Alles dafür angerichtet, ein super Spiel zu machen. Geht raus, feuerfrei, sobald der Anpfiff erfolgt. Und macht ein geiles Spiel heute. Okay. Zwei, drei Auswärtsspielen auch gesehen, exemplarisch Mainz 05, wo 500, 600, 700 Leute mitgereist sind, dass hier eine Aufbruchstimmung entstanden ist. Und das kriegt eine Mannschaft mit, das kriegt das Umfeld mit. Und ich glaube, dass die Fans da einen großen Anteil daran haben, dass die Mannschaft das auch in der letzten Woche so durchgezogen hat. Es war keine einfache Situation. Also irgendwo, so dumm das klingt, aber im Hinterkopf schwirrt es halt trotzdem noch, dass es theoretisch noch nicht durch ist. Der ein oder andere war doch ein bisschen euphorischer als ich. Deswegen habe ich probiert, da ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Wir haben 77 Punkte. Im Laufe der Runde habe ich gedacht, wir brauchen 80 Punkte. Ich will, dass wir heute 80 Punkte nach Abpfiff haben. Gib Gas, Feuer frei und bringt eine geile Leistung. Wir holen uns die drei Punkte hier. Komm, auf geht's! Trifft er nicht richtig. Trifft er nicht richtig, finde ich. Denke ich, dass wir da einfach den Zeitpunkt verpassen, nochmal durchschieben sollen und draufgehen. Aber ansonsten, wir haben genug Torchancen. Wir haben uns in alles eingeworfen, hinten wieder, wo sie mal durchkommen. Deswegen, ich würde einfach so weitermachen. Ja, wir müssen das Tempo hochhalten, wir müssen aggressiv sein, wir müssen die Intensität hochhalten und hinterher marschieren. Weiter, gute Arbeit, Männer. Ja, weiter, gute Arbeit hier.
Worte. Ich bin stolz auf dich! Dritte Liga! Lecker, ne? Okay, ja. Da. So mit Mainz 2 im Auswärtsspiel, das war so der Kipppunkt, wo man gemerkt hat, es stimmt zwischen Mannschaft und Fans. Und da hat man auch gemerkt, dass man gemeinsam einfach was erreichen kann. Und das hat sich bis zum heutigen Spieltag durchgezogen. Und wir waren einfach eine Einheit und das hat man gemerkt und deswegen haben wir es jetzt auch verdient. Ja, das war auf jeden Fall wichtig, dass Ruhe bewahrt wurde. Auch im Vorstand, im Trainerteam, in der Vereinsführung allgemein war einfach Ruhe. Die haben uns vertraut. Und ich denke, wir haben das dann auch zurückgezahlt. Erleichterung. Ja, ich habe selten Druck die Mannschaft rangelassen. Trotzdem merke ich jetzt, dass ein bisschen was abfällt. Also war doch was da. Ja.